Lässt Ihr Kind immer wieder seine Jacke oder seinen Pullover im Tram oder Bus liegen? Vergisst es, die Hausaufgaben einzuschreiben oder hat es zu Hause sein Material nicht dabei? Vergisst es, den Turnbeutel am Haken? Dann sind Sie genau richtig bei diesem Video. Ich bin Fabian Grollimann, Psychologe und Lerncoach, und heute möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie Sie Ihrem Kind dabei helfen können, zukünftig weniger zu vergessen, häufiger an seine Sachen zu denken. Ich selbst bin sehr vergesslich, verliere immer wieder Sachen und möchte Ihnen gerne anhand einer persönlichen Geschichte kurz zeigen, was das Problem ist. Ich wollte mit meinen Kindern in die Ferien, habe den Koffer gepackt, extra einen hässlichen, großen, blauen, gut sichtbaren Koffer, damit ich den sicher nicht vergesse. Meine Frau hat mich noch zur Busstation gebracht, bevor ich dann alleine mit den Kindern nach Konstanz fuhr. Da gesagt, Fabian, diesen Koffer lässt du nirgends liegen. Ich habe pflichtschuldig genickt, bin eingestiegen in den Bus, vom Bus in den Zug Richtung Freiburg nach Zürich, und im Zug, als wir es uns gemütlich gemacht haben, merke ich, Mist, ich habe den Koffer im Bus liegen lassen. Handy genommen, meine Frau angerufen, ja Schatz, sorry, ich habe leider den Koffer im Bus liegen lassen, könntest du kurz, wenn er wieder vorbeikommt, den Koffer hoch zum Bahnhof bringen, in den nächsten Zug Richtung Zürich stellen, wir warten dort und holen ihn dann raus. Meine Frau hat natürlich einen Lachkrampf bekommen, und mein damals 5-jähriger Sohn, der legt so den Kopf schief, schaut mich ganz eindringlich an und sagt, gell Papa, du bist schon nicht wirklich dumm. Du denkst eigentlich schon viel, aber nie das, was man muss. Und genau das ist das Problem mit den Kindern, Erwachsenen, die viel verlieren, verschusseln. Es gelingt ihnen nicht, im richtigen Moment den Switch zu machen und sich zu überlegen, was ist jetzt eigentlich nötig. Die Situation war die, ich war im Gespräch mit meinem Sohn vertieft und wir haben das Gespräch weitergeführt, während wir ausgestiegen sind, und ich habe in dem Moment einfach nicht den Koffer im Kopf gehabt. Typisch auch bei Kindern, die zum Tagträumen neigen, sie sind dann in ihrer reichen Innenwelt gefangen, sie sind tief versunken in Tagträume und sie schaffen es nicht, da im richtigen Moment rauszukommen und das zu tun, was sie tun müssten, um ihre Sachen mitzubringen. Und da können wir jetzt ansetzen, das heißt, die Kompetenz, die Kinder entwickeln müssten, wäre im richtigen Moment aufgrund eines äußeren Signals umzuschalten. Und dabei helfen sogenannte Wenn-Dann-Pläne, das ist ein Konzept von Professor Peter Gollwitzer. Und er hat zeigen können, dass wenn wir uns im Vorfeld einen Plan zurechtlegen, wie wir in welcher Situation reagieren wollen, dann wird es sehr viel wahrscheinlicher, dass wir das tatsächlich tun. Das heißt, ein Kind, das immer wieder mal Sachen verliert, vergisst, da könnte man sich gemeinsam mit dem Kind überlegen, wo geht am häufigsten etwas vergessen, wo wäre es am wichtigsten, dass du in Zukunft daran denkst. Und da merkt man zum Beispiel, das Kind schreibt die Hausaufgaben ein. Und ein Wenn-Dann-Plan könnte dann lauten, wenn die Lehrerin die Hausaufgaben an die Tafel schreibt, dann nehme ich sofort mein Hausaufgabenheft und schreibe das ab. Ich selber habe beim Seminareleiten oft dann das Handy, Handykabel, Laptopkabel, zweimal sogar den Laptop im Seminarraum oder im Hotel, wo ich den Vortrag gehalten habe, liegen lassen. Und meine Kollegin Stefanie Riesel hat mir dann den Blick zurück beigebracht. Das heißt, immer wenn ich aus dem Seminarraum rausgehe, dann werfe ich einen Blick zurück und schaue, ob noch irgendetwas auf dem Pult ist. Das war also der Wenn-Dann-Plan, den ich mir formuliert habe. Und jetzt ist es zusätzlich hilfreich, wenn man diesen Wenn-Dann-Plan imaginiert. Ich habe dann zum Beispiel mir ausgemalt, in einem ruhigen Moment im Zug oder vor dem Einschlafen, wie ich das Seminar beende, wie ich dann ein bisschen zusammenpacke, zur Tür gehe und mir den Wenn-Dann-Plan sage, in dem Moment, wo ich den Türgriff anfasse, immer wenn ich aus dem Raum rausgehe, dann schaue ich zurück, ob ich noch irgendetwas vergessen habe. Und in meiner Vorstellung habe ich dann mir imaginiert, wie ich zurückgehe, wie ich zum Beispiel merke, oh, das Handy ist noch da, zum Glück habe ich es noch nachgeschaut und gefunden, oder oh, das Laptopkabel habe ich vergessen auszustöpseln, zum Glück habe ich nochmal zurückgeschaut. Also man kann sich wirklich beim Ausmalen ganz lebendig die Details
ausmalen und wie man froh sein wird, dass man das gemacht hat und deswegen jetzt alles dabei hat. Als Eltern oder Lehrkraft können Sie die Kinder noch ein bisschen unterstützen, indem Sie sie an ihre Pläne erinnern. Zum Beispiel, weißt du noch, was du dir vom Plan gemacht hast? Was sagst du zu dir? Also dort den Plan nochmal zu wiederholen. Und es hilft natürlich sehr, wenn Sie anstatt zu schimpfen oder zu strafen oder zu fragen, warum hast du das schon wieder vergessen, wenn es nicht geklappt hat, den Fokus auf die Momente richten, wo es geklappt hat und dann zum Beispiel sagen, hey, du hast alles dabei, du hast alles eingeschrieben, das hat ja sehr gut geklappt. Damit das Kind auch dort wieder in einem Moment hat, wo es sich an die Strategie erinnern kann, wo es eine positive Erfahrung damit macht und weiterhin das ausprobieren will. Jetzt solche Strategien, also ein paar oder viele Menschen, die haben einfach kein Problem damit, die können das von alleine. Menschen, die eher zum Tagträumen zum Beispiel neigen oder sehr ablenkbar sind, die müssen das für jede Situation einzeln einüben. Und das sollte man eins nach dem anderen tun. Also beispielsweise ein erster Plan hätte sein können, Ihr Kind sagt, wenn die Lehrerin die Hausaufgaben an die Tafel schreibt, dann nehme ich sofort mein Heft und schreibe das auf. Jetzt merkt man aber, das Kind hat häufig dann zwar die Hausaufgaben eingeschrieben, aber das Material nicht dabei. Da müsste ein zweiter Wenn-Dann-Plan dazukommen. Wenn ich die Hausaufgaben abgeschrieben habe, dann schaue ich, was ich auf morgen aufhabe und packe die entsprechenden Hefte und Bücher ein. Ich würde das aber wirklich zeitversetzt machen, also einen Plan aufschreiben, ein paar Wochen wirklich eintrainieren, bis das Kind das Gefühl hat, jetzt funktioniert das automatisch, ich muss gar nicht mehr groß dran denken. Und wenn Sie merken, es klappt wirklich gut, dann nehmen Sie den nächsten Wenn-Dann-Plan. Jetzt typisch, beispielsweise bei mir, für diese Standardsituationen habe ich diese Pläne gut trainiert, da passiert kaum noch etwas und damit denke ich schon sehr oft an meine Sachen, aber der Urlaub, das war genauso eine Situation, die außergewöhnlich war. Und für diese Situationen hat man dann meistens keinen Plan parat und dann passiert es wieder, man vergisst die Sachen, man lässt sie liegen und was dort wirklich hilft, ist eine akzeptierende Haltung. Also, dass ich zum Beispiel mich selber fertig mache und denke, was bist du für ein Idiot, jetzt hast du schon wieder fast vergessen, sondern einfach sage, okay, passiert, blöd, aber jetzt schaue ich nach vorne und überlege mir, kommt diese Situation wieder vor? Lohnt es sich, dazu einen Plan zu machen? Ein Wenn-Dann-Plan hilft es auch da, wenn ich mir das imaginiere oder kommt es so selten vor, dass ich das jetzt scheue, den Aufwand und nicht mache. Und als Eltern können Sie es genau gleich machen. Sagen Sie einfach, jetzt schauen wir nach vorn und wir definieren einen Plan. Das wäre es auch schon. Wenn Sie weitere Tipps möchten, dann freuen wir uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Wenn Sie ein verträumtes Kind haben und gerne wissen möchten, wie Sie es gut unterstützen möchten, dann empfehle ich Ihnen gerne das Buch Lotte, träumst du schon wieder? Von Stefanie Rietzel und mir. Darin geht es in einer spannenden Geschichte um ein verträumtes Hasenmädchen, das die Hausaufgaben vergisst, das unheimlich lange braucht, das sich nicht konzentrieren kann und das innerhalb von einem spannenden Abenteuer von einer weisen Wölfin allerlei Tricks lernt, wie man sich besser konzentriert, wie man an seine Sachen denkt. Dieser Wenn-Dann-Plan ist auch mit drin, das wäre eine Strategie. Aber die Geschichte hilft den Kindern, sich zu motivieren, das wirklich auszuprobieren. Und wenn Sie als Elternteil noch ein bisschen mehr wissen möchten, wie Sie verträumte, langsame, aber auch eher hyperaktiv-impulsive Kinder beim Lernen bei den Hausaufgaben gut unterstützen können, wie sie Konflikte reduzieren, das Kind stärken, in seinem Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, die Konzentration fördern, dann empfehle ich Ihnen gerne Erfolgreich Lernen mit ADHS, ebenfalls von Stefanie Rietzler und mir. Dann viel Erfolg mit dieser Strategie und einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.